Das Naturschutzgebiet Stolzenburg liegt oberhalb des Eifelörtchens Urft bei Nettersheim. Beim Blick aus dem Urftal hinauf ist lediglich eine Aussichtsplattform zu erkennen. In das Naturschutzgebiet führt ein steiler Weg von der Landstraße nach Kall entlang des Römerkanal-Wanderweges. Schon nach wenigen Metern trifft der Wanderer auf Reste der römischen Wasserleitung. Die ingenieurstechnische Meisterleistung der römischen Baumeister lässt sich an dieser Stelle beeindruckend nachvollziehen. Auf einer Länge von rund 100 Kilometern quer durch die Hügelkette der Eifel bis hin nach Köln bauten sie eine unterirdische Wasserleitung. Den weiteren Aufstieg zu den wenigen Überresten der Stolzenburg säumen die Blüten der pfirsichblättrigen Glockenblume, die sich auf Südhängen am wohlsten fühlt. Der blutrote Storchschnabel begnügt sich mit felsigen, sonnigen Plätzen. In lichten Waldpartien und an Waldrändern wachsen die kugelige Teufelskralle, der goldgelbe Hufeisenklee, der seltene purpurblaue Steinsame bevorzugt mehr bewaldete Südlagen. Und im Sonnenlicht schön zu erkennen, die großen Fruchtstände des seltenen breitblättrigen Laserkrauts, das in Nordrhein-Westfalen nur im Bereich des Urftals vorkommt. Der Aussichtspunkt an der Stolzenburg lädt nicht nur zu einer Rast ein, sondern bietet auch einen weiten Blick ins Urftal und auf die angrenzenden Hügelketten der Nordeifel. Das Schutzgebiet zeichnet sich durch einen außergewöhnlichen Reichtum an gefährdeten Pflanzenarten aus. Hier finden sich intakte artenreiche Kalkmagerrasen und Waldwiesen mit großen Beständen der Akelei, auch die Akelei mit weißen Blüten. Von der Stolzenburg, ca. 2 Kilometer urftaufwärts, liegt die große Urftschleife mit der Achenlochhöhle. Allein in diesem Abschnitt des Urftals sind 120 Hektar Land im Besitz der Nordrhein-Westfalen-Stiftung. Eine Wanderung weiter zum Gillesbachtal bei Marmagen führt in ein benachbartes, weiteres Schutzgebiet mit einem außerordentlichen Reichtum an gefährdeten Pflanzen. Am Rande der Sötenicher Kalkmulde finden sich hier großflächige Kalkmagerrasen. Dank der Naturschutzmaßnahmen und der extensiven Beweidung haben die Vorkommen zum Beispiel von Schlüsselblume und gemeiner Kuhschelle stetig zugenommen. Der Förderverein der Nordrhein-Westfalen-Stiftung bietet alljährliche Exkursionen auch durch die benachbarten Naturschutzgebiete an.